Herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, im letzten Part haben wir hier im Dschungel sind wir dieser tollen Ruine gelandet, dieser Bruchbude hier. Oh. Was hat das zu bedeuten? Ist jetzt hier noch extra ein Geheimraum? Ah. Hat sich jetzt extra noch ein Geheimraum geöffnet oder wo? Keine Ahnung, ich guck gleich einfach mal. Hier war noch ein bisschen, genau. Ich wollte ja die Sachen hier aus der Kiste mitnehmen. Jetzt hätte ich gerne das Eisen, die Smaragde. Lapis weg. Und die Haken weg. Die Smaragde mit. So, alles erledigt. Ich könnte mir noch mal ein bisschen Kohle machen. Mit Holz. Ach, Quatsch. So. Zack, zack. Komm, 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 komm. Perfekt. Ja, wenn das nicht perfekt ist, dann weiß ich auch nicht. So. Dann. Ma, was machen wir zurück? Ma. Die ganzen Sachen könnte ich ja eigentlich gut gebrauchen. So. Das brauche ich nicht. Ich gehe den falschen Weg. Tschüss. So, wo hat sich jetzt hier was geöffnet? Hier hat sich doch jetzt irgendeine Luke geöffnet, oder? Weig da schwerhörig. Ich würd eigentlich den gesamten Part jetzt echt nur noch diese coole Ruine erkunden. Also Jans ist Jans ehrlich. Aber wo kommt denn das denn her? Also da scheint sich irgendwas verschieben. Aber wo? Da ist irgendein Raum. Da geht's hin. Da geht's in irgendeinen Raum rein. Da gibt's noch eine Kiste. Aber wie geht's da rein? Wie komm ich denn da hin? Also hier nicht. Ach, ich bin auch ein Vollidiot. Ich könnte einen. Ma! Ma! Scheiß Lian. Ich kann doch auch so ran. Nö. Nö. So, ich hab mir mal. Oh. Ich hab mir mal die Koordinaten aufgeschrieben von unserem Lagerhaus. Das sollte uns ja auch uns weiterhelfen. Bei plus 332. Na, geil. Sind da mal so circa 500 Blöcke in die Richtung. Und Y105. Nee, Z105. Jan, zweit in die Richtung, hör mal. Unterwegs können wir natürlich selbstverständlich noch ein paar Kakaobohnen einsammeln. Das machen wir. Die lassen wir hier nicht einfach so hängen. So. Alles klar. Ich suche mir jetzt einfach den schnellsten Weg. Der schnellste Weg ist ja meistens immer mittendurch. Mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Nein. Ich habe jetzt gar nicht meinen Timer angestellt, wollte ich sagen. Scheiße. Ich muss mal kurz gucken, wo wir sind. Bei 4 Minuten. Okay. Bei 4 Minuten. Also lasse ich die Uhr jetzt noch irgendwie so bis 7 laufen. Oder bis 8. Und dann kann ich ja den Part beenden. Dann kann ich nicht. Dann werde ich den Part beenden. So, zack, zack, zack. Das geht ganz leicht. Tintenfisch, okay. Boah. Plus 332. Dann werde ich erstmal offscreen meine Kisten aussortieren. Das macht sich natürlich immer gut. Für die Kisten. Dann bekommen wir die voll. Also war das gar nicht verkehrt. Am meisten haben wir, glaube ich, Pflaster an Pflasterstein geholt. Ja. Guckt, ja. An Pflasterstein. Und schon wieder dasselbe Lied, was wir im letzten Part schon gehört haben. Egal. Ich lass es weiterlaufen. Ich lass einfach laufen.
Ja, ist eh zu spät. Ich lass einfach laufen. Zack. Oh, scheiße. Gut, jetzt sind wir schon mal wieder im Plusbereich. Das ist doch schon mal etwas Positives. Ma, diese scheiß Lianen, ne? Und... Ach Gott, Y war... Ne, Z war... 105! Alter, da muss ich ja noch 500 Blöcke in die Richtung. In die Richtung, hör mal. Aua. Ah, meine Region. Mein Zuhause. Mein Ghetto. Mein Schweinefleisch, Junge. Ey, was willst du husten, Sohn, Junge? Ich geh erstmal in die Richtung. Und zwar 332. Ja. 332. Hui! Platsch! Platsch! Holz! Ach, weißt du, ich hab keine Lust. Zu wenig Platz im Inventar. Sand! Nö, eigentlich nicht. Aber Hühner! Die wilden Hühner hier. Die können wir mitnehmen. Ne, also die IP können wir mitnehmen. Oh scheiße, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Es wird dunkel. Federico, la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 . Wo sind wir denn? 332? Ich merke, wir kommen nach Hause. 332? Ungefähr, und jetzt gehe ich nochmal ein bisschen in die Richtung. There's no chance for us. Oh nein. In der Wüste lauern doch die meisten Zombies. Weit man teilen, meine Lieben. Jo, nee, der Fisch an der Nordsee, der ist super lecker. Ja? Typische Seefahrermusik. Ich weiß gar nicht, wie ich die in meine Playlist getan habe. Aber ist schön. Das passt irgendwie. Ja, lalala. Kann man noch sehen, wie die Sonne... Ah, scheiße. Zu spät. Aber da, der Mond. So, jetzt sind wir auch wieder gleich zu Hause. Aber das sind die Koordinaten von unserem Lagerhaus. Oh nein, er hat die Koordinaten von seinem Lagerhaus. Da finden wir gar nicht mehr zurück. Ach, guckt euch den Sternenhimmel an. Ist ja nicht cool bei dem Texturenpack. Wie gesagt, nochmal freundlicherweise erstellt von... Pudding King 97 Kanal, wie immer, unten verlinkt. Und ich sehe was ihr nicht seht. Und das ist Haus. Heimat. Heimat, schöne Ananas. Guten Tag miteinander. Da sind wir wieder. Oh, nein, er ist wieder da. Nein, Sir, er ist wieder da. Und er hat endlich seinen Kramburger. Bitte, Lore. Ja. Und zack. Ja. Ich wundere, warum die Lore ein bisschen leckt. Das ist halt so. Ich weiß nicht, ob das nur bei dem Texturenpack so ist. Wir schauen einfach nach oben. Dann kann uns das nicht stören. Und das stört uns. Frische Nordseekrabben. Frische Nordseekrabben zum Halbpreis. Nur heute bei der Folge hier. Ja, das ist schön, hör mal. Zack, zack. Juhu. Jetzt geh ich erstmal pennen. So. Oh, war das eine Reise. Mein Gott. Kommt mir so vor, als wären wir... Zehntausende Parts unterwegs gewesen, aber waren es nur... vier oder fünf Parts. Ah, Zuckerrohr gewachsen. So, jetzt befüllen wir erstmal wieder unsere Öfen. So. Das Jolt können wir reintun. Und da tun wir das Eisen rein. Ist das so bei dem Texturenpack? Naja, okay. Okay, dann das Rindfleisch soll gebraten werden. Und das Schweinefleisch wird gebraten. Was können wir noch braten? Smaragde. Können wir nicht braten. Rohstoffe.
Ach scheiße, den Inventory Tweaks. Ja, weil ich geupdatet habe auf 1.4.5. Oh, blöder Anfängerfehler. So, Pflaster. Scheiße, egal. Sortiere ich hinterher. Da haben wir noch ein Sack Eisenerz. Hör mal. Können wir hier immer noch reintun. Zack. Diamanten. Zack. 11 Diamanten, hör mal. Redstone. Das Eisen können wir darauf tun. Krimskrams. Haben wir hier irgendwas? Leder. Nee. Nahrung haben wir. Wow, ein Apfel. Das sieht natürlich... Oh, und natürlich... Kakaobohnen. Holz. Gruppenholz. RD. Redstone. Redstone? Rohstoffe. Redstone! Fackeln! Haben wir das nicht bei Krimskram? Ne, das sind Gartensachen. Ja, bei Krimskrams. Ich wollte es gerade sagen. Boah, wie viele 60er-Stacks haben wir denn da? Sensorenschiene. Zuckerrohr. Kommt. Hier mit rein. Und jetzt müssen wir den Part beenden. Denn die Folge ist leider schon rum. Dann sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Part pflanzen wir mal unsere ganzen Sachen an, die wir geholt haben. Also, freut euch drauf. Bis zum nächsten Part. Euer HSPP. Tschüssi.